Motorradfahren im Winter, geht das wirklich? Ja, das geht sogar richtig gut, wenn du 5 Regeln befolgst, die der liebe Varahannes und ich dir in diesem Video erklären. Also, dranbleiben bitte. Ja, meine lieben Mädels und Burschen, nicht, dass ihr glaubt, ich wäre verweichlicht, aber mir sind dann doch die Temperaturen im Studio lieber als die 5 Grad im Freien. Wobei ich aber tatsächlich mit Fug und Recht behaupten kann, dass an eigentlich erstaunlich vielen Tagen im Winter das Motorradfahren, zumindest von der Temperatur her, tadellos funktioniert. Ich bin nämlich schon tatsächlich sehr oft weit in den Winter hinein gefahren. Ich bin sogar eine Saison mit dem Motorrad durchgefahren, dazu kommen wir aber später noch. Jedenfalls haben ja manchmal die Tage im Winter auch so 10 Grad, vielleicht im einstelligen hohen Bereich 7, 8, 9 Grad. Und das ist ja nicht so viel Unterschied als zu manchen Frühlings- oder Herbsttagen, wenn man in der Früh vielleicht in die Arbeit fährt oder wenn man die Tour möglichst früh starten möchte, um den Tag über möglichst viel zu schaffen, kilometermäßig, dann hat man auch nicht viel mehr Temperatur. Allerdings muss man tatsächlich im Winter auch wieder im Hinterkopf behalten, dass es ja klarerweise länger dunkel ist in der Früh, dass es früher dunkel wird und dass es den ganzen Tag über eigentlich auch immer ein bisschen dunkler ist, weil die Sonne nun mal nicht so schön hoch steht wie im Sommer. Und die Fahrbahn, auf der man unterwegs ist, ist schon allein durch diesen Salzfilm, durch das Salz, das in der Regel dann gestreut wird, auch wenn es trocken ist, mit weniger Grip sozusagen versehen. Ja, das sind einmal die Dinge, die man so und so beachten sollte. Aber was ist bei Fahren im Winter zu beachten, wenn es einmal wirklich unter 0 Grad hat? Wenn es vielleicht wirklich nass ist, wenn es vielleicht sogar schneit? Und da eben gilt es, 5 wichtige Regeln zu beachten. Und wir starten mit Regel Nummer 1. Nutze gute, angemessene Bekleidung. Ich nehme stark an, dass nur die allergrößten Schönwetterfahrer von euch noch niemals in die Situation kamen, dass ihnen am Motorrad kalt wurde. Aber alle von euch, die das schon erlebt haben, werden ja wahrscheinlich gemerkt haben, dass diese Kälte, sei es durch Nässe oder sei es einfach durch die Temperatur, einfach an der Konzentration nagt. Also wir werden dann eben steifer, wir werden verkrampft, verspannt. Wir können nicht mehr so gut und schnell reagieren in brenzligen Situationen, wie wir es können, wenn wir normal aufgewärmt sind. So, also richtige und angemessene Bekleidung. Was aber ist das eigentlich? Ist das so 15 Lagen Zwiebelsystem, dass ich ausschaue wie ein Michelin-Mandel und mich so gar nicht mehr rühren kann? Das macht dann wahrscheinlich auch keinen Sinn. Aber reicht eine normale Motorradjacke, am gescheitesten natürlich mit einer wasserdichten Membran, Gore-Tex oder welches es auch immer sein soll? Ist das dann dick genug? Was ist mit Funktionswäsche, mit Funktionsunterwäsche bei den Handschuhen? Gore-Tex oder eben eine andere Membran würde ich auf alle Fälle nehmen, aber reichen solche festen Handschuhe, müssen es Winterhandschuhe sein? Es gibt ja beheizbare Kleidung und ich glaube, in diesem Fall sollten wir mal den lieben Varahannes zu Wort kommen lassen, der ja bekanntlich so viel Motorrad fährt, dass er im Winter mehr Kilometer zurücklegt als die meisten von uns im ganzen Jahr. Schicht, also Zwiebel, Prinzip auf alle Fälle. Und ich verwende im Winter unter plus 5 Grad und kälter elektrisch beheizte Kleidung. Da ist der Stromanschluss direkt von der Batterie mit einer 10 Ampere Sicherung. Und da habe ich eine 10-stufige Regelung, wo ich eine Jacke, die den Kragen, Schultern, Brust und Rücken geheizt hat. Zusätzlich geheizte Handschuhe. Das Problem bei den Heizgriffen ist, dass die Finger nicht am Griff stehen. Also dass die Finger warm bleiben, die Fingerspitzen und Socken. Und wie schaut es mit der Farbe der Kleidung aus? Was hältst du oder findest du Reflektoren auch wichtig? Im Winter ziehe ich deshalb teilweise einen alten Regenanzug als erstens ein bisschen Schutzschicht für die Motorradbekleidung, für Salznasse und eben wegen der Sichtbarkeit, weil die Regenanzüge alle dieses Neongelb, also dieses helle Gelb, auffällige Gelb haben.
Ja, da hat halt ein richtiger Winterprofi seine Tipps euch und mir gegeben. Ich möchte nur ergänzen, dass auch der Hals sehr gut geschützt werden sollte. Nicht nur mit einem dünnen Tuch, sondern vielleicht mit einem etwas dickeren Fließ-Halsschutz. Und vor allem nicht nur, dass der Hals warm bleibt, sondern auch, dass die Stellen zur Jacke, zur Wäsche, die man halt am Körper trägt, geschlossen ist, damit dann nicht irgendwo Luft eindringen kann und diesen schönen wärmenden Luftpolster innerhalb dieser Kleidung dann vielleicht ruiniert, indem da kalte Luft hineingezogen wird. Kommen wir zur Regel 2. Achte auf optimale Sicht und Sichtbarkeit. Die Sicht haben wir klarerweise durch unseren Helm, durch unser Helmvisier. Ich würde ohnehin keinen Jethelm ohne Visier empfehlen, sondern einen Integralhelm, eventuell auf einem Adventure Bike, so einen Adventure Tourenhelm, der zwar ein Schild hat, aber natürlich auch ein Visier. Für mich und vielleicht für viele von euch ist es natürlich eine Pein. Ich habe so gern die verspiegelten und getönten Visiere. Die haben im Winter natürlich nichts am Helm verloren. Es sollte unbedingt ein klares Visier sein, durch das ihr gut seht. Besonders wichtig und schlau ist natürlich ein Pinlock-Visier oder kann auch einen anderen Namen haben. Jedenfalls eine Folie, die man in den Helm ins Visier einlegen kann, damit er nicht so schnell anläuft. Wobei ich aber sagen muss, es gibt da einige Tipps, die man auch befolgen kann, ob man jetzt das Pinlock reingibt oder nicht. Man sollte den Helm und das Visier innen und außen immer ordentlich säubern. Lifehacks gibt es da einige, dass man klarerweise von den diversen Herstellern Produkte verwenden kann, um die Sicht aufrechtzuerhalten. Shampoo habe ich gehört oder auch Rasierschaum sollen das Fett fernhalten vom Visier, sodass eben erst gar nicht irgendwie die Möglichkeit besteht, dass sich da zu viel Schmutz und Wasser drauf sammeln kann. Im Inneren, Martin Bauer hat zum Beispiel bei Fahren bei Regen, ich habe dazu mit ihm ein Video gedreht und das ist ja sehr analog, bei Regen beschlägt der Helm auch sehr schnell von innen, kann man sich am gescheitesten Spoiler hingeben, dass der Atem erst gar nicht so sehr aufs Visier kommt. Und ein interessanter Lifehack in den Kommentaren unter dem Video mit dem Martin gemeinsam war, dass einer geschrieben hat, er setzt den Helm schon in der Wohnung oder im Haus auf und macht alles zu und hat dann auch bei Fahrten im Winter bei um die 0 Grad so knappe Viertelstunde, 20 Minuten freie Sicht. Also finde ich interessant, finde ich cool, möchte ich euch nicht vorenthalten. Also der Helm an sich, durch den man schaut, ist natürlich die eine Sache, die klarerweise besonders frei gehalten werden soll. Die andere Sache ist eben die Sichtbarkeit und ja, da lassen wir doch wieder den lieben Hannes zu Wort kommen. Verwendest du irgendein spezielles Zubehör dann, wenn du im Winter fährst? Kein spezielles Zubehör. In letzter Zeit seid ihr mit den elektrisch beheizten Handschuhen vor. Vor Jahren, wo diese Bekleidungsaccessoires noch nicht vorhanden waren, habe ich über die Griffe von einem Schuster, wo sie Lederbekleidungen auch herstellen, also nicht nur Schuhe, sondern auch Bekleidungen, wo man genau über die Protektoren drüber, beziehungsweise wie ein Move, wo man die Hände reinstecken kann, mit einem Kunstfell innen gefüttert, dass man zu den Griff reingreifen hat können, aber absolut windgeschützt war. Und wie schaut es eigentlich mit einem beheizten Sattel aus? Nein, habe ich kein Problem. Ich habe keinen beheizten Sattel, habe aber mit dem Sitzen. Ich habe auch auf der Hose, ich ziehe im Winter auch keine lange Unterhosen, keine Skiunterwäsche an. Ich habe die normale Motorradhosen an mit der Innenhosen, die es standardmäßig dabei ist. Und du fährst ja mit deiner Africa Twin oder wenn du mit deiner Varadero noch fährst, Nomen ist Omen, Vara Hannes, eine relativ hohe Scheibe. Ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil? Muss man da irgendwas Spezielles beachten? Vorteil ist, dass man weniger beschmutzt wird. Wenn man Auto nachfährt. Im Winter ist Fahren ist insofern auch problematisch. Fährt man ein bisschen langsamer aus sinnvollen Gründen, wird man von den Autos überholt und die Autos wirbeln das auf. Oder fährt man selber ein bisschen schneller und ist immer. Also man kann diesen aufgewirbelten Verschmutzungen nicht entgehen. Und die Höhe der Scheiben ist
obwohl ich hohe Scheiben habe auf der Afrika Twin, die hohe Scheibe von Honda, habe ich die Augen über der Scheibenkanten. Na, dann bleiben wir doch gleich beim Motorrad selbst, bei der Maschine, was es da zu beachten gibt. Regel Nummer 3, wähle das passende Bike und Equipment. Passendes Bike, klarerweise sind es Motorräder, auf denen man aufrechter sitzt. Naked Bikes, ideal, Reiseenduros, Adventure Bikes, Motorräder mit breitem Lenker, bei denen man eben sehr schnell und gut Lenkimpulse setzen kann, um auf eventuelle Rutscher, um auf Gefahrensituationen schneller zu reagieren. Besser jedenfalls als vielleicht Superbikes und Supersportlaufen, bei denen man ziemlich drauf liegt, wo man dann halt nicht so schnell reagieren kann. Wobei ich euch natürlich nicht vorschreiben möchte, mit welchen Motorrädern ihr im Winter fahren dürft und sollt. Und vor allem möchte ich euch nicht sagen, dass ihr euch jetzt ein neues Motorrad kaufen müsst und sollt. Aber es sind klarerweise die Motorräder, wo man eher aufrecht sitzt, dass die sich halt besser eignen, um Eventualitäten schneller kompensieren zu können. Eine interessante Frage ist aber auch, muss ich die Reifen wechseln, wenn ich im Winter fahre? Brauche ich andere Reifen? Es gibt ja vor allem viele Adventure-Reifen oder Reifen für Adventure-Bikes. Wir sagen da gerne 80-20er oder 90-10er. 80-20er bedeutet, dass sich die Reifen für 80% Straße und 20% Offroad eignen würden, auch wenn sie dann nicht Offroad gefahren werden. Solche Reifen haben ja oft eine M&S-Kennung, Matsch und Schnee, also Winterreifen. Muss man jetzt tatsächlich solche oder sollte man solche Reifen auf das Motorrad aufziehen? Und ich glaube auch diesbezüglich und vielleicht noch mehr als bei allen anderen Fragen, sollten wir den lieben Hannes zu Wort kommen lassen, den Reifenguru, der ja eben so viel fährt, dass er auch im Winter so viel fährt und darüber Aussagen treffen kann. Ich bin seit 2005 intensiv, habe ich mit dem Winterfahren angefangen und habe eigentlich immer nur die Reifen verwendet, die ich auch im Sommer fahre. Natürlich mit weniger Schräglage, mit weniger Gas geben wegen der Traktion. Und habe aber in den letzten Jahren, speziell auf der Afrika-Team, wo ich sehr viele verschiedene Reifen zur Verfügung gehabt habe, zum Probieren, den Mitas E07 zum Beispiel, Mitas E07 Plus auf dem Hinterrad, verschiedene Reifen probiert. Ich habe aber noch keinen Reifen probiert, ich kenne Reifenhersteller, wo sie speziell diese M&S-Kennzeichnungen geben für die Motorradreifen. So einen Reifen habe ich noch gar nicht gefahren. Also wir hören heraus, dass selbst der Hannes keine speziellen Winterreifen aufzieht. Allerdings sollte schon klar sein, dass ordentlich Profil am Reifen vorhanden sein muss und auch, würde ich sagen, ein ordentlicher Schuss Silika in der Reifenmischung. Das Material, das ja eben ein schnelles Aufwärmen des Reifens begünstigt, und das ist im Winter bei um die 0 Grad noch viel wichtiger als in den wärmeren Jahreszeiten. Und dieses Silika bietet natürlich auch einen besseren Nassgrip, und auch das im Winter klarerweise ein Thema, weil die Straßen dann ja oft länger nass sind, und das kann definitiv nicht schaden. Regel 4 hat zwar nicht direkt mit dem Motorradfahren im Winter zu tun, aber das Motorrad benötigt natürlich im Winter eine noch aufwendigere Pflege, und daher Regel 4, putze und pflege dein Motorrad im Winter noch penibler als sonst. Warum? Weil im Winter mehr Dreck herumliegt, was jetzt dem Motorrad grundsätzlich nicht unbedingt schaden würde, aber es ist auch viel Salz auf der Fahrbahn, und selbst wenn die Fahrbahn trocken ist, wird dieses Salz als Staub auf der Maschine, bleibt haften auf der Maschine. Wenn dann Nässe dazukommt, dann ist das wirklich, kann man sagen, tödlich für ein Motorrad, vor allem für die Metallteile. Es korrodiert richtig schnell das ganze Zeug, und auch die restlichen Verkleidungsteile leiden stark darunter. Und du wirst es schon erahnt haben, was jetzt folgt. Ich werde wieder dich, lieber wahrer Hannes,
befragen, was du mit deinem Motorrad machst nach deinen täglichen 100, 200, 300, wie viele hunderte Kilometer du auch täglich zurücklegst. Ich habe schon bei mehreren Sachen auch auf Instagram und Facebook gepostet, wie ich die Maschine gereinigt habe. Entscheidend ist am Anfang, den einen oder anderen Euro mehr in diesen Waschautomaten zu werfen, damit man länger wirklich einfach von größerer Entfernung, weil Kettenlager, Lenkkopflager, Radlager soll man mit einem Hochdruckreiniger nicht direkt angehen, aber von einer etwas größeren Entfernung nimmt der Druck vom Wasserstrahl sehr schnell ab und einfach mit viel Wasser waschen. Ich schaue auch immer, dass ich bei den Tankverkleidungen, wo Plastik- und Metalltank sind, dass ich nur gezielt auch Wasser reinbringe, dass ich den Tank, den Lenkkopflager und alles, wo man durch den Fortwind Salzfeuchtigkeitsverschmutzungen hinkriegen kann, dass ich das auswasche mit viel Wasser und nicht jedes Mal, aber dann jedes dritte, vierte Mal wird Aktivschaum und dann bei der Auto, also bei dieser Waschanlage auch auf das Reinigungsprogramm gedrückt, weil dieses Abspülen ist ja rein das, was man zum Schluss eigentlich tut mit viel Wasser, dass das Salz so viel wie möglich wegkommt, aber spezielle Reinigungsmittel verwende ich nicht. Wie oft gönnst du deinen Maschinen so eine Pflege? Es gibt ja, wir haben ja auch schon Winter gehabt, wo man von mir aus im Dezember oder Jänner 300, 400 Kilometer Tagestour möglich war auf fast ausschließlich trockene, salzstaubige Straßen. Da habe ich nicht jedes Mal dann den Waschvorgang gemacht, sondern der Waschvorgang wird wirklich gemacht, wenn ich merke, jetzt bin ich heute von mir aus x Zoll 150, 180 Kilometer von der Tagestour auf salznasse Straßen unterwegs gewesen. Ja, bleibt mit Regel Nummer 5, erkenne rechtzeitig deine Grenzen. Die Frage aller Fragen, die es gilt zu stellen beim Motorradfahren im Winter: Wann macht es keinen Sinn mehr? Wann ist es gemeingefährlich? Wann ist der Punkt erreicht, dass ich einfach nicht aufs Motorrad steigen sollte oder vielleicht sogar noch ärger vom Motorrad absteigen sollte, wenn ich unterwegs bin? Wann sollte ich mir selbst ehrlich eingestehen, dass es nicht mehr geht? Und dazu kann ich tatsächlich etwas Sinnvolles beitragen. Ich bin nämlich eine Saison, einen Winter durchgefahren. Also ich bin eine Saison durchgefahren, auch im Winter. Und war tatsächlich auf Schneefahrbahn unterwegs und hatte zwar M&S-Bereifung auf einer Reise-Enduro, auf einem Adventure-Bike, aber es war wirklich ein permanentes Herumrutschen, nimmer lustig. Dauerndes Ausbrechen des Hinterrades, weil kein Grip mehr. Jedes kleinste Bremsmanöver bringt das Vorderrad zum Wegrutschen. Und selbst wenn dann vielleicht durch die Autos zwei Schneisen freigefahren sind, dann ist es ein permanentes in dieser Spur bleiben müssen, weil klarerweise daneben es zu rutschig ist, um das irgendwie ordentlich auf die Straße zu bringen. Also man sollte sich da schon rechtzeitig eingestehen, wann es nicht mehr geht. Und ich bin mir ganz sicher, lieber Hannes, dass wir uns da ziemlich einig sind, oder? Ab wann fährst du wirklich nicht mehr? Bei mehr wie minus 8 Grad und salznasser Straßen, weil irgendwo das Salz auch dann die Qualität des Flüssighaltens vom Wasser verliert. Die Minusgrade allein für einen Reifen würden noch nicht das Problem sein, aber es ist eben die Gefahr, dass bei mehr wie minus 8 Grad die Feuchtigkeit wirklich schmierig wird oder eben Schneefahrbahn, da fahre ich nicht mehr. Bei Schneefahrbahn fahre ich nicht mehr, weil ich nicht spezielle, vor allem Stollenreifen auf unbefestigten Untergrund mit Schnee haben natürlich einen besseren Grip als wie die gleichen Stollenreifen, also wenn man mit einem 80-20er Reifen oder sowas fährt, als wie wenn der Schnee am Asphalt ist. Ich habe im Jänner vor ein paar Jahren mit der Afrika Twin, war ich in Oberitalien, war so am 10., 12. Jänner und bin nach Hause gekommen, hat es Richtung Villach Spital geschneit, aber die Straßen waren noch schwarz, also keine Schneefahrbahn und wie ich nachher zu mir Richtung Obermünster gefahren ist, war schon die Straße weiß. Und das war aber plus 2 Grad schneevoll, also sehr schmieriger Schnee, also kein kompakter, griffiger Schnee. Und ich habe schon eine Stelle gehabt, wo ich gemerkt habe, ich habe
kaum mehr Traktion für die Reifen und auf die letzten 3,5-4 Kilometer, bevor ich tatsächlich zu Hause bin, muss ich mehrmals relativ steil bergab und steil berghoch fahren. Und da habe ich die Situation so gemacht, ich bin stehen geblieben und habe mir die letzten 3 Kilometer mit dem Auto abholen lassen, weil es einfach zu gefährlich gewesen wäre. Also das muss man schon abschätzen, dass es da nichts zum Unfall kommt. Ja, werden grundsätzlich alle 5 Regeln besprochen. Fahren im Winter bei richtig rutschigen Verhältnissen macht keinen Sinn mehr. Mit einer Motocross-Maschine oder einer Hard-Enduro mit Stollenreifen im Schnee, das ist klarerweise ganz was anderes. Das soll der richtige Gaude sein. Aber wenn die Sicherheit dann leiden könnte, vielleicht Autos in näherer Umgebung, wo man reinknallen könnte, macht's keinen Sinn mehr. Was mir aber noch einfällt, ein Punkt, lieber Hannes, kannst du uns eine brenzlige Situation vielleicht erklären, was dir da mal beim Fahren im Winter passiert ist und wie du das gemeistert hast? Am 19. Jänner 2012 war ich in Oberitalien unterwegs und habe für mich selber die Idee gehabt, ich möchte noch auf den Maurierpass fahren am 19. Dezember. Und bin in einer übersichtlichen Bergauf-Rechtskurve Fahrzeuge sind entgegengekommen und meine Wahrnehmung war, wie ich da fahre, das ist jetzt hardcore. Also habe ich die Maschine kurz abgestellt und zur Kontrolle, ob meine Wahrnehmung richtig war, habe ich die Maschine wirklich auf den Seitenständer abgestellt und bin abgestiegen und diese Kurve war eisig. Also ein Durchfahren durch die Kurve wäre ziemlich sicher ein Sturz gewesen. Und die Gegenfahrbahn war aber so gut gescholzen, dass sie eben nicht eisig war. Da bin ich, das war ungefähr 2-3 Kilometer, bevor ich auf der Passhöhe, Maurierpass war, da bin ich über die Gegenfahrbahn gefahren, wo kein Gegenverkehr war natürlich. Und beim Runterfahren habe ich mir die Kurve mal gemerkt, dass ich da nicht zu weit von der Außenrandlinie entfernt fahre, wo die Gegenspur eisig ist. Also damals habe ich absolut die richtige Entscheidung getroffen und das ist sicher nicht leicht, weil eine salznasse Straße spiegelt optisch ja fast ganz gleich als wie eine vereiste Straße. Und was sind für dich jetzt die gravierenden Unterschiede zwischen Fahren im Winter und Fahren im Sommer? Das Erkennen von Gripverlust. Deshalb ist ja unsere Empfehlung, vor allem auch nicht nur im Winter, sondern generell unsere Empfehlung ist nicht wie schräger, wie besser, sondern weil ich kann im Sommer auf einer optisch sauberen, aber durch eine Verschmutzung, die gleiche Farbe hat wie der Asphalt, optisch nicht erkennbaren Verschmutzung mit 34, 35, 37 Grad Schräglage auch ausrutschen, obwohl man sonst, wie es mal in Summe, 45 Grad Schräglagen auch fahrbar sind und nicht zum Haftungsverlust führen. Also im Winter ist natürlich, da ist, so hart es klingt, die Fähigkeit, die Fahrlinie eben so zu gestalten, dass ich mit dem Tempo, mit dem ich heute unterwegs bin, mit der geringstmöglichen Schräglage dadurch auch unterwegs bin. Am Ende nochmals interessante Inputs vom Hannes. Vielen Dank dir für deine Erklärungen und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielleicht haben wir beide euch ja oder den einen und die eine andere von euch, ein oder andere von euch, bisschen schmackhaft machen können, im Winter doch zu fahren, weil es eh nicht so schlimm ist. Erst wenn es ganz schlimm ist, sollte man sich's wirklich sparen. Falls du findest, dass der Hannes und ich doch irgendwas vergessen haben, nicht erwähnt haben, wo du meinst, hey, das hättet ihr eigentlich durchaus sagen können, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, das Video von Martin Bauer und mir, Fahren im Regen, wo ja auch gewisse Parallelen es gibt, erwähne ich in den Kommentaren unten. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr wollt. Wir werden es uns anschauen. Gebt vielleicht dem Hannes und mir und dem Thema Fahren im Motorradfahren im Winter einen Daumen hoch. Abonniert auf alle Fälle unseren 1000Pace YouTube-Kanal. Ja, bleibt dran. Ich sage wie immer ein fröstelndes Tschüss. Ja, Martin. Ja, Martin. So, fressen!